Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel quasi auf meinem Kanal. Heute mal kein Rainbow Six, sondern Neverwinter haben wir ungefähr vor 2 Wochen angefangen. Hier sieht man den bereits legendären Grobian McFly stehen mit seiner komischen glänzenden Rüstung. Keine Ahnung, warum die glänzt, das nervt mich auf jeden Fall. Aber dieses Spiel ist free to play im Markt, wer es nicht weiß. Ist schon seit 2013 auf PC, glaube ich, draußen in der Form. Seit Juli für PlayZ und auch schon etwas länger für Xbox One. Über 12 Millionen Spieler insgesamt, allein davon 2 Millionen auf PlayStation 4. Ich bin jetzt nicht so der Rollenspiel-Experte. Ich habe immer mal wieder ein bisschen gezockt. Bin da aber nie so krass drauf hängen geblieben, dass ich die Ultra-Ahnung von jedem Scheiß habe. Dementsprechend ist mir gerade dieses Spiel sehr, sehr schwer gefallen am Anfang, weil es doch sehr, sehr viele Eindrücke gibt, sehr große Komplexität herrscht, allein bei den Währungen, alles Mögliche. Also es hat mich am Anfang sehr, sehr überfordert. Wir haben es zu dritt angefangen, mit Lukas und Sascha, aufgrund dessen, dass alle anderen im Urlaub waren, sodass wir kein Rainbow spielen konnten, so wirklich. Und ja, jetzt sind wir darauf sehr, sehr hängen geblieben. Gleich vorweg, ich finde das Spiel mega, mega geil. Es macht ultra viel Spaß. Jeder, der Bock auf so Rollenspiele hat, sollte es sich mal angucken. Wie gesagt, es ist free to play. Natürlich gibt es hier Ingame-Käufe, ist klar. Bin ich auch schon viel Geld durch losgeworden, weil ich ja so clever bin und diese Schatzladen öffne, anstatt mir was Sinnvolles zu kaufen. Im Markt gehe ich natürlich lieber auf das Glück, was ich nicht habe. Und ja, bin jetzt geldlos, aber das muss natürlich jeder selber wissen. Man muss nichts kaufen, es geht auch komplett ohne. Aber jetzt back to topic quasi, zurück zum Thema. Es geht darum, dass ich quasi im Internet geguckt hatte, um mir Tipps zu holen für meinen Great Weapon Fighter, also mein Zweihandwaffenkämpfer. Dummerweise gibt es trotz dieser großen Spielerzahl im Internet recht wenig Infos, finde ich. Es gibt zwar ein paar Builds, die vorgestellt werden, aber nicht wirklich viele. Gerade im deutschen Bereich findet man so gut wie gar nichts, auch bei YouTube oder ich war zu dumm zu suchen, aber so wirklich viel gibt es nicht. Das heißt, ich habe jetzt hier ein bisschen kopiert bei den Talenten, da kommen wir aber später hin, von Zack Attack Gaming. Den wird der eine oder andere, der sich für Neverwinter interessiert, auch kennen. Ist ein Amerikaner, nehme ich an. Der hat hier im PvE Bild für den Great Weapon Fighter gezeigt. Das habe ich ein bisschen nachgebaut, da kommen wir aber dazu. Ja? Jetzt gucken wir uns erstmal an, wo wir denn stehen. Stufe 70 ist klar, erreicht relativ schnell. Gesamte Gegenstandsstufe momentan 2409. Zweihandwaffenkämpfer, Alt-Halborg, beste Klasse für Zweihandwaffenkämpfer, weil Halborg eben auf Konstitution und Stärke Doppelpunkte gibt, nehme ich an. Ich kann mich gar nicht mehr so recht erinnern. Aber auf jeden Fall ist es die beste Klasse. Ja? Wenn ihr das spielen wollt, dann nehmt Halborg. Äußerst clevere Aktion. Fangen wir mal oben an. Dämmerungsschale des Sturmangriffs gekauft mit den Handelsbarren. Als Stufe 70 erreicht wurde, was Besseres habe ich bisher auch noch nicht finden können, auch nicht herstellen können. Die Berufe sind ja eh sehr, sehr langwierig und ja, irgendwie nicht zu gebrauchen bisher. Also habe ich Dämmerungsschale des Sturmangriffs gekauft. Dunkles Emblem drin als Unterstützungsplatz, da EP-Bonus jetzt nicht mehr so zwingend nötig ist, gibt mir also ein bisschen Bewegung. Dazu Dämmerungsschuppenpanzer des Überfalls ebenfalls gekauft mit den Handelsbarren. Dann habe ich hier noch die elementaren Armschienen des heulenden Hasses. Die habe ich gefunden, ja, als Loot quasi. Und bisher konnte ich mir auch nichts Besseres kaufen, bauen, ja, also die sind ganz nice. Meine Artefaktwaffe, Großaxt des Elementarfeuers, ich liebe meine Axt, ja, ich finde die ultra cool. Auf episch gebracht, dauert ja ein Weilchen, Artefaktwaffen zu veredeln. Dann habe ich dazu das passende Portepee des Elementarfeuers. Können wir auch mal kurz gucken hier. Bonus ist Teil des Sets 2 von 2. Zwei Setteile gibt nochmal 394 Rüstungsdurchdringung und 394 Robustheit. Beides wichtige Werte, ist also sehr, sehr gut. Dämmerungsbeinschienen des Sturmangriffs. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Ich glaube, ich habe die auch gekauft mit den Handelsbarren. Bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Auf jeden Fall passen die eben auch zu dem Set der Dämmerung. Davon habe ich 3 von 4. 4 braucht man nicht zwingend, wie man hier sieht. Wir sind also bei 3 Setteile. Wenn auf der Festungskarte ihr und eure Verbündete erhalten 4000 Bewegung. Das ist sehr cool. Bei 2
teilen, wenn in einer Gruppe, 5000 maximale Trefferpunkte plus 1000 Kraft, 1000 Verteidigung, sehr gut für mich. Und bei einem Teil regeneriert 1793 Trefferpunkte alle 3 Sekunden, 2% eurer maximalen Trefferpunkte bis zu maximal 2000. Ist also ganz nice, das Set. Hals habe ich Umhang des Abgesandten aus Neverwinter, ebenfalls Gegenstand Stufe 135, war auch Loot, auch ein dunkles Emblem reingepackt zur Rüstungsdurchdringung, da ich da ein bisschen niedrig bin, aber dazu kommen wir gleich, gucken wir weiter. Dann habe ich Ring der ansteigenden Robustheit ebenfalls gefunden, ich glaube beim Thron der Zwergengötter mit Gegenstand Stufe 140, plus 95 Robustheit nach erlittenem Treffer für 4 Sekunden, maximal 10-mal stapelbar. Sehr, sehr praktisch, da wir mit unserem Zweiwaffenkämpfer ja immer schon in der Mitte stehen, viele Treffer kassieren und somit unsere Robustheit pushen. Ich weiß, es gibt vermutlich Ringe, die man besser gebrauchen kann, aber zu dem Zeitpunkt ist das quasi mein teuerstes Gegenstandsstück bzw. wertvollstes von der Gegenstandsstufe her und ich mag den Ring doch sehr gerne. Als zweiten Ring haben wir Ring der Brutalität plus 2. Ich weiß, plus 2 ist jetzt nicht so ultra geil, aber auch immerhin Gegenstandsstufe 137 plus 4000 Kraft alle 30 Sekunden für 4 Sekunden. Und Angriffsplatz mit kritischen Treffern veredelt. Dieser Ring bringt es richtig, auch bei plus 2 schon, denn man kriegt ja immer die Ansage, Ring der Brutalität, das heißt, du weißt, jetzt hast du 4 Sekunden Zeit, quasi deinen stärksten Angriff zu machen, um den mit 4000 Kraft extra zu vollführen. Geiler Ring und ich bin sehr, sehr scharf auf den plus 5. Übergangsweise habe ich jetzt den Artefaktgürtel der Wache Valindras. Ich weiß, plus ein Intelligenz und Charisma bringt mir jetzt nicht wirklich viel, aber immerhin gibt da Kraft und kritische Treffer. Lasse ich jetzt erstmal drin, bis ich was Besseres gefunden habe. Pushe ich auch soweit nicht, habe ich nichts von, aber übergangsweise ganz okay. Dann habe ich mir letztens gekauft den Drohkettenmantel, eben auch Kraft und kritische Treffer. Jetzt nichts besonders Tolles, aber besser als nichts. So, Hose habe ich noch, Hose der ewigen Flammen, auch kritische Treffer und Verteidigung, extra. Ich hätte mir jetzt die passenden Hosen zu dem Drohkettenmantel kaufen können. Ich finde die aber einfach ein bisschen teuer. Ja, und habe es deswegen nicht gemacht. Kommen wir zu den Artefakten. Da habe ich einmal die Laterne der Offenbarung. Klar, sieht man häufig, ist sehr, sehr sinnvoll, so wie ich das bisher mitgekriegt habe. Und ja, der Verwenden... Text besagt es auch, verursacht 4641 Schaden bei Gegnern in der Nähe und erhöht deren erlittenen Schaden um 14% für 6 Sekunden. Dieser erhöhte Schaden von 14% zählt offenbar auch für Teammitglieder. Ich kenne mich in dem Spiel wirklich noch nicht so gut aus, gleich jetzt nochmal schnell zwischengehakt. Wenn ich hier Scheiße erzähle, dann kloppt das in die Kommentare und seid nicht dabei. Ja, ich kenne mich hier noch nicht so gut aus. Ich erzähle jetzt einfach mal so, wie ich denke. Wenn was falsch ist, korrigiert mich in den Kommentaren. So, auf Rang 81 gebracht. Dauert noch ein bisschen, bis es legendär ist. Und danach geht es ja noch weiter. Brynos Helm, auch Questgegenstand gewesen, gekriegt. Habe ich jetzt erstmal reingepackt. Gibt mir ein bisschen Verteidigung und Lebensentzug. Ist okay, aber werde ich vermutlich nochmal austauschen gegen ein anderes. Siegel der Zweihandwaffe ist klar, auch ein geiles Teil, gibt 406 Kraft, 360 Rüstungsdurchdringung und wer das jetzt noch sehen will, was da passiert, der drückt kurz Pause, ja, bei verwendet, ich gehe jetzt weiter. So, dann habe ich gekauft Kessels Kugeln der Vernichtung, die gehen halt ab, wenn sie richtig auf legendär oder mythisch sind, ja, 1000 Kraft, 1000 Rüstungsdurchdringung und so weiter und so fort. Recht günstig geschnappt für 219.000, liegt momentan immer so bei 270 bis 300. Das war schön. Ja, das soll jetzt erstmal gewesen sein von der Vorstellung der Ausrüstung. Dann gehen wir jetzt mal weiter zu den Attributwerten. Ich habe am Anfang folgendes hier bei den Punkten. Da habe ich nicht gewürfelt, weil ich nicht gedacht habe, dass ich das Spiel so lange spiele und mir einfach einen lustigen Charakter gemacht habe. Ja, wir können ja auch mal gucken kurz nochmal. Hier, so sieht der Kollege da so aus, ne? Upsala. Sehr hübsch, wie man sieht. Er ist sehr hübsch geworden. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, aber ist ja auch ein Ork. Der muss ja jetzt auch nicht so ein Schönling sein, ne? Portobellus Mitra, Open Dates, Traum. So, aber so sieht er natürlich wesentlich cooler aus. Weiter geht's im Text hier. Ja, wenn ich da schon gewusst hätte, was abgeht, hätte ich natürlich versucht, ein bisschen mehr auf Stärke zu kriegen, anstatt auf Konstitution. Aber nun gut, jetzt muss ich hoffen, dass ich einen geilen Gürtel finde, der nochmal plus 2 Stärke bringt. Dann komme ich auf 26. Das ist schon ganz okay, denke ich. 22 bei Geschick, 18
bei Konstitution. Also recht ausgeglichen. Ich halte dadurch aber auch recht viel aus. Ja, also nicht ganz verkehrt, aber ich mache halt ein bisschen weniger Schaden. So, Kraft liege ich momentan bei 11.256. Wie gesagt, wenn ich in der Gruppe bin, geht das nochmal auf 12.256 hoch. Kritische Treffer liegen bei 6.600. Ist ganz okay. Ich nehme dann meistens noch einen Trank dazu, damit ich, was weiß ich, in einem Gewölbe oder so auf 7.600 Crit komme. Das ist ganz passabel. Rüstungsdurchdringung momentan knapp bei 4.000. Muss noch ein bisschen hoch, weiß ich selber. So, ja, die anderen sind jetzt nicht so wichtig. Kampfvorteil-Bonus, ja, der wächst am Ende dann einfach noch ein bisschen mit. Verteidigung 4.500, bin ich soweit mit zufrieden. Robustheit 1.400, Lebensentzug 1.100, obwohl meine Wirkung da, Lebensentzugschance halt recht niedrig ist. Da kann ich auch gleich nochmal Fragen zu stellen für Leute, die da ein bisschen mehr Ahnung zu haben. Deswegen gehen wir jetzt hier mal ein bisschen runter. Ja, 500 Ausdauer zu gewinnen, alles uninteressant. Bewegung 1300. Für Zweihandwaffenkämpfer natürlich nicht verkehrt, damit man im Kampf dann die Möglichkeit hat, auch mal schnell zu flüchten. So, kommen wir zu Crit-Schwere. Liegt momentan, zu kritischen Treffern, liegt momentan bei 35,7%. Und da ist zum Beispiel die erste Frage, die ich habe. Steigt, in was für einem Rahmen oder in was für einem Verhältnis steigt die prozentuale Wahrscheinlichkeit von kritischen Treffern bei der Erhöhung von kritischer Treffer. Ja? Also wenn ich hier auf kritische Treffer, sagen wir mal, bei 8000 jetzt hätte zum Beispiel, wie steigt dann meine Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffer, beziehungsweise durch was steigt die überhaupt? Das ist so eine Sache, die ich noch nicht richtig gecheckt habe. Wenn das jemand weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare, würde ich mich sehr drüber freuen. Crit-Schwere 95%, das ist gut. Ich kriege nämlich bald noch einen Segen, der nochmal 2% draufpackt. Das heißt, ich komme dann auf 97% Crit-Schwere. Das ist schon ganz ordentlich. Der Halborg gibt da ja auch extra nochmal Power dazu. Jetzt ist hier gerade geschwankt, warum auch immer. Resistenz ignoriert, das ist noch so eine Frage, die ich habe. Mir wurde zum Beispiel zwischenzeitlich gesagt, wenn du Rüstungsdurchdringung auf 6000 oder 6500, dann reicht das hin, weil Tiamat der stärkste Gegner ist, der 60% Resistenz hat. So, ich habe aber nur 3600 oder 3900, was auch immer, Rüstungsdurchdringung, jedoch 45,2% Resistenz ignoriert. Das sind ja fast 10% mehr, oder 10 mehr als, ne, 3600, wenn man das jetzt theoretisch auf 36% packen würde, wenn ihr versteht, was ich meine. Wonach richtet sich das? Ja, wenn das jemand weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Kommen wir weiter. Defensiv, Schadensresistenz. Ich denke, das ist alles ganz okay. Ich nehme auch nicht wirklich dolle Schaden, wenn ich in normalen Mobs bin. Ja, also es kommt natürlich immer darauf an. Icewind Dale tut schon weh teilweise, aber das ist eigentlich die einzige Region, wo ich alleine, wenn ich zu viele Mobs ziehe, doch nochmal Probleme kriege. Sonst habe ich eigentlich nirgends wirkliche Probleme, da ich eben relativ viel aushalte und mich ein bisschen selbst heile. Kommen wir aber gleich zu. So, Lebensentzugswirkung 109%. Da. So, das soll jetzt dann soweit gewesen sein von meinen Attributen. Oder Attributwerten. Ja, wenn euch das irgendwie weiterhilft. Oder ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie eure Werte sind. Ihr könnt mir auch gerne bei PSN schreiben, was auch immer. So dass wir in Kontakt kommen. Wir machen weiter mit den Talenten. Das ist jetzt nämlich die Sache, die ich kopiert habe. Also ich habe das erste Mal habe ich die Talente alleine vergeben, dann habe ich es nochmal umgebaut und dann habe ich es nochmal umgebaut. Ja, das ist jetzt momentan der Stand der Dinge, so wie ich meinen Zweihandwaffenkämpfer benutze. Ne? 3 von 3, also 6% Bonusschaden durch Stärke, sowieso sehr gut für uns. 9% maximale Trefferpunkte, damit wir ordentlich was aushalten. 50% Wirksamkeit der Rüstungsklasse und Verteidigung, auch sehr, sehr gut, damit wir ordentlich einstecken können. Ja, plus 2% Schaden durch Begegnungskräfte. Weiß nicht, könnte man, wenn man möchte, ein bisschen höher machen, aber es gibt halt andere Sachen, die sinnvoller sind. Und zwar 20% eurer Verteidigung als Kraft. Das ist zum Beispiel sehr nice, das heißt, ich kriege von meinen 4.500 Verteidigungen über 800 Kraft dazu. Ja, also das ist definitiv eine geile Sache, die ich auch weiterempfehlen kann. 2% Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffer. Und 15% auf Crit-Schwere. Äußerst wichtig für uns. Ja? Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen nachzubauen. Egal, was für ein Bild ihr jetzt unbedingt macht. So, ich bin dann eben hier vorrangig auf das Zerstörer-Bild gegangen.
Wie man sieht, 200 Waffenkämpfer Schwert, Meister habe ich davor nicht gesagt, sorry. Ja, fangen wir hier oben an, 10% Schaden durch frei verfügbare Kräfte. Wichtig, da wir halt oft oder zumeist, beziehungsweise ich, zumeist eben über den sicheren Schlag und den Waffenmeisterschlag komme. Dementsprechend 10% Schaden durch frei verfügbare Kräfte, definitiv sehr, sehr gut. Darunter, ja, eure kritischen Treffer lassen das Ziel bluten und verursachen über 6 Sekunden 20% eurer Kraft als Schaden. Finde ich auch sehr, sehr geil, habe ich jedes Mal hochgeballert und ja, sehe ich nichts Schlechtes. Wenn ihr ordentlich rasieren wollt, dann nehmt das ruhig mit. Gewährt euch Kraft entsprechend von eurer Erholung und Rüstungsdurchdringung. Das ist eben auch wieder geil, je höher Rüstungsdurchdringung und Erholung geht, desto höher wird auch unsere Kraft. Ja, also das sind definitiv geile Sachen. Das habe ich von Zack Attack Gaming, will ich kurz dazu erwähnen, Amerikaner. Da habe ich das ein bisschen kopiert hier. Falls ihr euch bei dem mal was angucken wollt oder den auch schon kennt vermutlich, wenn ihr euch für Neverwinter interessiert. Der hat mir das so quasi vorgebaut und ich habe es nachgemacht. Gucken wir mal weiter. Unwiderstehlicher Schlachtenhieb und sicherer Schlag verursachen nun 30% Bonusschaden, abhängig von den fehlenden Trefferpunkten des Ziels. Unwiderstehlicher Schlachtenhieb und sicherer Schlag benutze ich beides. Kommen wir gleich zu. Dementsprechend sehr, sehr gutes Talent. Zerstörer hat nun 25% die Wahrscheinlichkeit, bei einem Treffer eines oder mehrerer Ziele einen Stapel zu erzeugen. Zusätzlich gewährt euch Zerstörer 3,5 Bonusschaden pro Stapel. Da wir Zerstörer halt quasi durchgehend pushen durch den Waffenmeisterschlag und wir dann mehrere Ziele treffen, ist dieser konzentrierte Zerstörer doch sehr, sehr sinnvoll für uns. Ja, das sowieso. Ihr haltet nun Entschlossenheit durch das Austeilen von Schaden. Unaufhaltsam erhöht euren Schaden durch Begegnungskräfte außerdem um 20%. Unaufhaltsam ist ja quasi das Wichtigste, was wir haben. Dementsprechend darauf definitiv abzielen und dieses Talent aktivieren. Dann habe ich noch, wird unaufhaltsam aktiviert, haltet ihr 5% eurer maximalen Trefferpunkte. Auch immer sehr, sehr praktisch. Da ich sehr, sehr oft unaufhaltsam bin, heile ich mich quasi durchgehend. Ja? 15% Schaden auf markierte Ziele, also 5 von 5, habe ich hier draufgepackt. Erzähle ich gleich warum. Aber Schaden, Bonusschaden auf markierte Ziele ist sowieso nie verkehrt. Und der letzte, 5 von 5, bei euren kritischen Treffer verringern die Schadensresistenz eures Gegners um 5% für 5 Sekunden. Nicht stapelbar, aber definitiv auch gut, die Schadensresistenz zu verringern unseres Gegners. Ja, so, das sollen soweit erstmal die Talente gewesen sein. Gehen wir jetzt direkt rüber zu den Kräften. Sicherer Schlag. Ja, ich gehe jetzt gar nicht groß auf die Sachen ein, die ich nicht benutze. Na klar, habe ich am Anfang alles Mögliche benutzt, was hier freigeschaltet worden ist, aber ich erzähle jetzt nur, was ich im Endgame benutze und das ist definitiv sicherer Schlag. 4 von 4 draufgeballert bereits. Ich hätte eben auch erstmal 4 von 4 auf Zerstörer machen können, aber gut, ich weiß nicht, ob das jetzt so wild ist. Ein paar Kraftpunkte werde ich ja im Laufe des Spiels noch bekommen. Ja, 4 von 4 bei sicherer Schlag, grausamer Schnitter benutze ich. Thron der Zwergengötter zum Beispiel, wenn da eine große Gruppe an Mobs ist, ist das sehr, sehr praktisch. Ja, muss jeder selber wissen, aber verursacht halt gut Schaden und man macht halt Schaden bei gleich relativ vielen Gegnern. Zerstörer, sowieso immer aktiv, habe ich noch nie geändert. Eure weitreichenden Schläge treffen hart. Der Schaden wird jedes Mal um 3% erhöht, wenn ihr mehr als 3 Feinde bei einem Angriff trefft. Maximal 3-mal stapelbar. Ja, jetzt habe ich da 3 von 3, das heißt 9% pro Stapel, mal 3, 27% extra Schaden. Das ist für uns ja, kritisch quasi, könnte man sagen. Ne? Dann habe ich noch Stahllawine und Hieb auf 3, das kann man sich natürlich immer anpassen, je nachdem was man braucht. Ja, wenn man jetzt viele Mobs hat, kann man das auch benutzen, um die Feinde zu Boden zu werfen, um dann eben mit Waffenmeisterschlag wegzurasieren oder was weiß ich. Hieb ist auch definitiv gut, ja, weil es die Feinde verlangsamt und deren Schaden. Was laber ich? Durch einen kräftigen Schlag auf den Boden erbebt ihr so sehr, dass Feinde um euch herum Schaden erleiden, weniger Schaden zufügen und verlangsamt werden. Das ist gut, ja, muss jeder selber wissen. Ich weiß nicht, so, es kommt immer auf den Spielstil an. Ich kann jetzt nicht sagen, benutzt das auf jeden Fall, weil das so krass ist, so. Jeder muss halt selber wissen, wie er spielt. Das soll jetzt hier nur ein allgemeines Beispiel dafür sein, wie ich halt spiele. Ja? Gehen wir weiter. Hier benutze ich gar nichts. Habe hier aber trotzdem 3 plus 3 draufgepackt. Weiß nicht, eventuell für PvP. Wer weiß. Schrei benutze ich soweit auch nicht.
Dafür Waffenmeister 4 von 4. Durch die Meisterschaft großer Waffe erhöht ihr mit jedem folgenden Treffer eure Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffer um 1,5%. Durch dieses 4 von 4 liegt es bei 4,5%, maximal 3-mal stapelbar. Ja, also 13,5% Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffer erhöht, ist für uns äußerst wichtig, pusht Waffenmeister. So, jetzt kommen wir dazu, warum ich 15% Schaden auf markierte Ziele habe, weil ich jetzt mit Herausfordern spiele, diese Attacke. Also eine mächtige Herausforderung markiert kurzzeitig Feinde in der Nähe, sodass ihr bei jedem gegnerischen Treffer Entschlossenheit ansammelt. Abhängig von der Stärke des Gegners wird zudem eure Schadensresistenz erhöht. Markierte Ziele haben eine reduzierte Schadensresistenz, bis sie euch angreifen. So. 15% extra Schaden durch die Talente auf markierte Ziele. Markierte Ziele jetzt hier als Attacke durch Herausfordern und ich sammle dadurch auch noch Entschlossenheit. Das heißt, wenn die Ziele markiert sind und ich da mit Waffenmeisterschlag reinballere, kann ich quasi durchgehend unaufhaltsam anmachen. Ja, man muss natürlich zusehen, dass man möglichst viele Ziele mit dem Herausfordern trifft. Umso schneller fühlt sich eben auch die Entschlossenheitsleiste. Und das ist meiner Meinung nach momentan auch die Einstellung, womit ich am meisten Schaden mache. Waffenmeisterschlag sowieso, den sollte jeder benutzen. Euer fachmännisch ausgeführter Angriff reduziert die Schadensresistenz gegenüber euren frei verfügbaren Kräften. Anschließend folgt ein Angriff von hinten. Der Schaden wird für jedes nach dem ersten Treffer getroffene Ziel leicht reduziert. So, Schaden plus 10%, Schaden plus 10%, Schaden plus 10%, Debuff plus eine Sekunde. Waffenmeisterschlag haut halt richtig raus, weil er die Schadensresistenz gegenüber unseren frei verfügbaren Kräften eben verringert. Das heißt, ein, zweimal Waffenmeisterschlag rein und dann sicherer Schlag durchballern. So, kommen wir weiter. Stahlverteidigung auch reingepackt. Weiß nicht, eventuell mal für PvP auch bei Stahl Schnellangriff erhöht. Benutze ich aber bei PvE nicht. Eine Zeit lang habe ich mit Schlachtrausch gespielt. War auch nett, ist aber meiner Meinung nach nicht so effektiv für meine Einstellung wie das Herausfordern. So, eine weitere Begegnungskraft ist unwiderstehlicher Schlachtenhieb. Meine absolut liebste Attacke würde ich niemals ändern. Ein brutaler Hieb auf euer Ziel zeigt den restlichen Feinden, was sie erwartet. Beim Töten des Ziels erhaltet ihr einen Aktionspunktebonus und Feinde in der Nähe werden kurzzeitig markiert. Ja, das heißt, man muss mit unwiderstehlicher Schlachtenhieb halt clever umgehen, ja, um seine Aktionspunkte zu pushen. Oder wenn man eben Herausforderer nicht benutzt, eben den unwiderstehlichen Schlachtenhieb benutzen, um die Feinde in der Gegend zu markieren. Geht auch. Dazu muss man aber halt immer aufpassen und genau zielen auf den Gegner, der am wenigsten TP hat, um ihn dann mit einem Hieb zu töten. Geiler Angriff macht bei mir, wenn ich alles ordentlich durchcaste, so zwischen 150 und 200.000 Crit Schaden zur Zeit. Inwieweit das toll ist oder nicht toll ist, kann ich nicht genau sagen, weil ich eben nicht so viel Ahnung von dem Spiel habe. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Eine weitere tägliche Kraft ist Crescendo. Benutzt ihr eigentlich immer? Ja, ihr betäubt euren Feind mit einer schnellen Angriffsfolge, anschließend wird er mit Angriffen aus verschiedenen Richtungen zum Boden geworfen. Während diesem Angriff seid ihr immun gegen Kontrollwirkung. Macht halt am meisten Schaden. Ja, gut, diese täglichen Angriffe muss halt jeder immer selber wissen, in meinen Augen, wie er halt spielt. Ja, für mich passt das halt ganz gut, weil ich eben volles Rohr auf Damage gehe und auf Nahkampf bin, ja, und ich halt viel aushalte. Wenn andere Zweihandwaffenkämpfer nicht so viel aushalten, ist es für die vermutlich vorteilhaft, wenn die Gegner verlangsamt werden und über einen gewissen Zeitraum weniger Schaden verursachen. Das ist für mich jetzt aber zumindest momentan nicht ganz so wichtig, dementsprechend benutze ich Crescendo. So, verborgene Dolche. Die gehören auch absolut zu meinem Cast quasi, ja. Ihr werft eine Reihe von versteckten Klingen auf Feinde vor euch. Diese Kraft erhöht euren Nahkampfschaden um 10% für 8 Sekunden. Auf 4 bedeutet das also plus 40%, wenn ich hier alles richtig verstehe, für 8 Sekunden. Das ist natürlich der absolute Oberwahnsinn. Ich greife mit den verborgenen Dolchen an, einen Mob, ziehe den, markiere sie dann mit Herausfordern, baller dann Waffenmeisterschlag durch, sicherer Schlag durch, wenn die Entschlossenheit hoch genug ist, unaufhaltsam rein, nochmal Waffenmeisterschlag, gegebenenfalls kurz vorher nochmal Dolche, wenn man merkt, okay, die Zeit ist abgelaufen für Schaden, nochmal die Dolche, um den Schaden zu erhöhen, Waffenmeisterschlag, unwiderstehlicher Schlachtenhieb rein und kein Problem mehr, ja, da der Gegner in der
in den meisten Fällen dann bereits tot ist. Ja, das soll es gewesen sein von meinen Talenten. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr spielt, ob das Ganze hier Sinn macht oder total dumm ist. Schreibt es mir in die Kommentare. Wir gehen weiter zu den Segeln. Kampagne Charanda. So, ich bin noch nicht wirklich so weit. Ja, hier habe ich zwei freigeschaltet. Natürlich Kraft und kritische Treffer. Das nächste wird dann, ja, weiß ich gar nicht so genau. Aber vermutlich hier plus 3% Aktionspunkte zugewinnen, da ich Max-TP nicht so dringend brauche. Ja, dann geht's halt weiter, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich alles habe oder was ich genommen habe. Hier 250 kritische Treffer und Bewegung, Lebensentzug, Robustheit. Das war es erstmal. Wie gesagt, ich bin noch nicht so weit hier. Kampfvorteilbonus, Ausdauer zugewinnen. Ja, ach, hier kommt Crit-Schwere, da freue ich mich schon drauf. Das müsste sogar, nee, vielleicht morgen oder so schaffe ich das. Mal gucken. Underdark, 400 Kraft, 1600 TP, das ist schön. 400 kritische Treffer, nochmal 1600 TP, das ist auch sehr schön. Tyranny of Dragons, vermutlich die beschissenste Kampagne von allen, weil ja so lange dauert. 400 Kraft, 400 kritische Treffer bisher genommen. The Maze Engine, auch sehr, sehr langwierig. Bisher nur eine Stufe geschafft, freizuschalten, 5% Lebensentzugswirkung. Ja, Elemental Evil, das geht natürlich am schnellsten. 300 Kraft, 2000 TP, 4% Lebensentzugwirkung, 2000 TP, 400 kritischer Treffer, 2000 TP. Und natürlich, wenn ihr Schaden erleidet, habt ihr eine Chance, bis zu 24.000 Trefferpunkte innerhalb einiger Sekunden zu heilen. Wenn dieser Effekt endet, wird euer kritischer Treffer für 10 Sekunden um 1000 erhöht. Ja, das soll es erstmal gewesen sein von den Segeln. Wie gesagt, ich bin ja noch nicht so weit. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Jetzt noch abschließend schnell ein kleiner Einblick in die Gefährten. Ich habe hier wirklich gar nichts Tolles. Das ist eben ja, der Kollege, den man sich am Anfang aussuchen kann. Den habe ich mir mal, also der Heiler, bringt aktiver Bonus plus 25 Regeneration. Ist mir also jetzt nicht so toll wichtig. Dann habe ich mir einen Hund gekauft, der bringt immerhin plus 25 Rüstungsdurchdringung, kriegt man auch günstig für Astraldiamanten, aber halt auch nichts so Tolles. Wenn man mal Geld investiert hat, kriegt man als Erstkäuferpaket oder im Erstkäuferpaket diesen Hund dazu. Der ist auch auf Rang 30 schon, das ist ganz geil eigentlich, und der bringt minus 6,5% Bedrohung. Und ich habe den halt ein bisschen angepasst mit 17,5% Gefährtenattribute für Besitzer. Das heißt, ich bekomme in dem Fall hier auch nochmal ordentlich Kraft durch meinen aktiven Gefährten dazu, da ich Marshall halt immer dabei habe. Und dann habe ich jetzt hier noch Lilly. Ja, also wem das jetzt hier aufgefallen ist, ich habe die alle nach How I Met Your Mother Namen, ne, benannt, äußerst kreativ. Auch wenn er jetzt ein Typ ist, das hier ist Lilly. Bringt nochmal 55 Lebensentzug und Erholung, benutze ich aber als aktiven Gefährten eigentlich nicht. Reittiere, auch nichts Tolles, habe ich hier einmal Waterdeep Pferd, einmal schwarzes Pferd, das bringt zumindest 80% Bewegungsgeschwindigkeit, ein paar Insignien reingeklatscht, die eben auch nochmal ein paar Extras geben, hier 100 Verteidigung, 100 Rüstungsdurchdrehung, 100 Bewegung, dies, das. Ne, man muss ja alles mitnehmen, was man kriegen kann. Ja, das soll es dann jetzt erstmal gewesen sein von meiner Charaktervorstellung des Zweihandwaffenkämpfers. Wie jetzt bereits öfter gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schreibt mir in die Kommentare, wie eure Werte so sind. Ihr könnt mich gerne kontaktieren über PSN, mir dann eine Nachricht schreiben oder auch bei YouTube oder Instagram, was auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall darauf zu sehen, was bei euch so geht in diesem Spiel und wie die Resonanz jetzt auf meinen Charakter ist. Eine weitere Idee wäre von mir jetzt gewesen, da es so wenig Guides und Infos über dieses Spiel gerade auch auf Deutsch gibt, ist meine Idee, dass ich jetzt mit euch quasi, mit den Leuten, die das hier gucken, wenn ihr zum Beispiel einen wachsamen Waldläufer habt mit Gegenstandsstufe, sagen wir mal Minimum 2500 oder 2400, Stufe 70 und den schon ordentlich geballert habt, dann kontaktiert mich, dann können wir uns eventuell mal treffen, also in einer PlayStation Party, und wir stellen euren Charakter quasi auf meinem Kanal vor, machen so eine Guideline quasi,
mit allen Charakteren, die es in Neverwinter gibt, mit den Rassen so, wo ihr dann selber erklärt, wieso ihr was wie gemacht habt bei eurem Charakter. Das wäre eine coole Sache. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr da Bock drauf habt. Wenn dem so sein sollte, dann können wir das gerne mal in Angriff nehmen. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann zieht das doch bitte in Erwägung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!